Ich bin der Günther. Ich war's dein Bruder. Ich denke, ich muss nicht viel drumherum reden. Wir machen weiter mit der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2, aber dumm. Und beginnen heute mit dem zweiten Teil der Geschichte. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition zurück. Gebrochene Träume. Kapitel 11. Eine zerstörte Welt. Und das war zufälligerweise mein Lichtschalter. Ihr kennt mich, ich hoffe, dass es normal wird. Ich denke nicht, dass es normal wird. Los geht's. Floink, Floink, lass es lang sein. Sei am Ende vorsichtig. Bitte, Floink. Das erste, was mir beim Aufwachen auffiel, war das Geräusch. Den Sound kannte ich besser als je zuvor. Mein Kopf drehte sich wie verrückt, aber ansonsten hob er sich hoch. Kaum bist du endlich aufgewacht. Was ist passiert? Bevor ich antworten konnte, stellte ich ihnen eine Frage. Wie viele Jahre bin ich nach dir hier gewesen? Ja gut, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Jahre. Als ich genau darüber nachdachte, antwortete Latios wirklich, dass es gut sei und nur ein paar Stunden dauerte. Meine Vermutung war also, dass die Zeit in einer so klaren Welt langsamer war als in unserer normalen Welt. Wir sind in einer kleinen Höhle, weit weg von einem Wald. Nein, eigentlich mittendrin oder? Nee, keine Ahnung, lol. Als Hydropi und Günther, die gerade die Gegend besucht hatten, zurückkehrten, begann ich ihnen alles zu erklären. Ich erzählte ihnen, wie ich das Portal nicht bekommen habe. Wie ich mich auf dem Dark Power Hof befand, wo ich Necrozma traf, über mein Treffen mit dem Zoroaster, über unsere neu gebildete Freundschaft, unsere Flucht und schließlich dem Ultra-Narke Nekrose. Während Latios, der von der Wissenschaft viel reifer war, zunächst von der Geschwindigkeit zwischen den beiden Welten schockiert war, sah Latias wieder mit Y überraschend gut aus. N. Kann Necrozma Ultra Necrozma durch die Dunkelheit stärken? Will er es? Dies ist ein Problem, das wir nie vergessen können. Als Feind ist Ultra Necrozma eine Eigenschaft für sich, aber auch. Ich ging optimistisch auf sie zu. Zuerst habe ich beschlossen, diesem Sklaven seine rechtmäßige Strafe zu geben. Auf jeden Fall hat Necrozma mir schon meinen zweiten Freund gegeben. Das ist nichts Schlechtes. Im Leben konnte ich nichts mehr bezahlen. So viel wir die dunkle Kraft haben, werden wir ihn auch in diesem Zustand schlagen können. Andere schienen sich über meine Anpassung ein wenig zu ärgern. Ich bin froh, dass du mit all dem Zeug so gut aussiehst. Diese zwei Sätze haben in Kombination wirklich gar keinen Sinn ergeben. Du hast absolut recht, Floink. In Absprache mit Latios haben wir uns heute für die erste Erfahrung entschieden. Aber bevor wir gingen, stellte ich tatsächlich eine Bedingung. Meine Freunde, wenn nicht, denke ich, wenn werde ich etwas davon tun. Aber es ist egal, was passiert. Da wir Brain Power haben, nein, nicht in dieser Geschichte, möchte ich mich auf den Verrat konzentrieren, den einige meiner Freunde mir genommen haben. Werden wir das zugrunde liegende Problem im Auge behalten? Latios sagt uns, dass die dunkle Welt im Grunde genommen wie unsere Welt gebaut wurde. Die Erfahrung wird an den gleichen Orten sein. Wir werden also eine lange Reise vor uns machen, weil wir einen Punkt erreicht haben, an dem mit Hilfe des Portals, das sich zu dieser Zeit auch in unserer Welt befand, nur dieses Ziel sehr lang wurde. Wir haben uns entschlossen, es als eine großartige Erfahrung zu nutzen, wenn es um Günther geht. Meine erste Station waren die zerstörten Städte Treasure Town. Schatzstadt ist also mehrere Städte, in denen wir campen wollten. Von dort werde ich zu allen drei Zielen gehen. Ich weiß nicht, wo sich das experimentelle Theater befindet oder wer die Wachen sind. Deshalb habe ich regelmäßig einen Auftrag gewählt. Also beschloss ich bekanntlich, in den Wald der spirituellen Seelen zu gehen, dann zum dunklen Riss und schließlich zur Ruine der Zeit. Es war nicht schwer für mich zu sehen, wo in unserer Welt wir reden. Ja, meistens dort, wo ihr auch irgendwie
seid tatsächlich oder nicht. Als wir uns auf den Weg in die Schatzstadt machten, bemerkte ich die wichtige Rolle, die Günther bei diesen Abenteuern auf unserer Reise in die Vergangenheit gespielt hatte. Ich war in Gedanken versunken, frustriert von allem und sagte kein Wort. Aber die anderen hatten Angst, dass alles in Ordnung mit mir war. Da würde ich natürlich auch sehr Angst haben. Ich meine, wenn es ihm gut gehen würde, das wäre wirklich unschön. Als Latios mir diese Frage stellte, wollte ich ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nein, nichts ist schlecht. Ja, dann ist doch kein Problem, Diggi. Dann entspann dich. In den letzten Tagen zwei Freunde verloren. Jetzt stehe ich vor einer schwierigen Tortur, die überwunden werden muss. Ja, klingt doch wirklich genau, wie er sagte. Hört sich doch eigentlich gut an, oder nicht? Ich muss nur meinen Kopf gesenkt halten, damit wir keine Chance haben, die dunkle Macht zu besiegen. Was ist denn? Der Typ labert einfach, als hätte er gesoffen. Der sagt genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich sagen würde. Ich muss nur meinen Kopf gesenkt halten, damit wir keine Chance haben, die dunkle Macht zu besiegen, obwohl ich niemanden wie mich kenne. Überleben ist immer noch ein Teil einer lebendigen Erfahrung. Aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich musste mich den Tests befassen, ob ich es wollte oder nicht. Also antwortete ich nur kurz und log. Ja, natürlich. Ich wusste, dass andere es nicht bei mir kaufen würden. Die gute Ware ist Immobilie in Schatzstadt zu verkaufen. Auf unserer Reise in die dunkle Welt haben wir kein einziges Pokémon gefunden. Alle von ihnen sind von dieser Welt verschwunden und nicht gerettet worden. Nur gelegentlich sahen wir seltsame, entfernte Fremde aus der Ferne. Wie sie uns sahen, war so nah war, immer in der heißen Luft verloren. Es war für uns alle sowieso sehr schwierig, uns selbst zu verwalten, weil das Land, durch das wir gingen, mit Wäldern, Flüssen, Bergen und so weiter bedeckt war. Nein, war es nicht! Floink dreht ja alles um, was in der Geschichte passiert ist. Die Quadrate fanden nicht statt. Sauberer und ordentlicher Boden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die dunkle Welt ist. Nach einer Stunde zu Fuß erkannte Geanta eine Ruine in der Ferne. Da, es muss eine Schatzstadt sein. Wir haben nicht viel Zeit damit verbracht, unter anderem, weil wir nichts gesehen haben. Alles war ruiniert und einsam, aber wir waren glücklich. Anders als in unserer Zeit wurde der Tohaido-Stein hier nie abgerissen. Wir hatten also einen Ort, an dem wir sicher unser Lager aufschlagen konnten. Ich habe gerade nur einen Satz von später gelesen und will gerade ganz kurz mal den Raum verlassen. Früher hatten wir den Punkt erreicht, an dem ich ein Bett aus einem Teil des Bettes gezogen und mich gewickelt hatte. Was? Weder wollte ich schlafen, noch wartete ich darauf aufzustehen. Ich wollte mich nur entspannen und wenn ich meine Erlaubnis hätte aufzuwachen, würde ich zumindest für eine Weile bezahlen. Andere hatten das Gefühl, ich hätte nicht genug Schlaf gehabt. Jetzt kommt der Satz, den ich gesehen habe. Sie saß auf der Couch neben der Brustwarze derjenigen, auf der ich stand. Obwohl ich es nicht gesehen hatte, ging ich immer noch, verbrachte Zeit in der Höhle und die Schlacht von Ultra Necrozma hatte mich weit über meine Macht gebracht. Also bin ich in kurzer Zeit eingeschlafen. Ich weiß nicht, wann ich aufgewacht bin, aber ich hörte andere immer noch reden. Ich war fast bereit aufzustehen und mich ihnen anzuschließen, als ich hörte, dass ihre Rede über mich war. Es fühlte sich schlecht an, aber ich bat sie, mich aufzuwecken und sah zu. Ich glaube, das würde tatsächlich so nicht funktionieren. Ich meine, ich bin mir ja auch nicht ganz sicher, aber... Doch,
Ich bin mir ganz sicher. Einige von uns müssen in der Lage sein, bei diesen Experimenten zu helfen. Nicht, dass ich Floink nicht für schwierig halte. Ich in dieser Geschichte halte ihn auch für sehr schwierig, genau wie alle anderen. Aber ich denke natürlich, dass es eine große Aufgabe sein wird. Warum sollte sie das nicht können? Danach habe ich das Gleiche getan. Ja, meine Erfahrung war nicht so schwierig, dass ich es sehen würde, aber es würde richtig werden. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir so sicher, ihr seid zwei Leute. Was bedeutet das für sie? Fertig? Nicht alle Menschen sind stärker als Pokémon. Wir können nicht härter, belastbarer, effizienter, schneller oder taktischer sein. Ich denke, Pokémon ist im Allgemeinen eine Kraft, mit der man rechnen muss. Ja, Pokémon ist eine Maßeinheit tatsächlich. Und zwar eine Maßeinheit, mit der man das Gewicht in Lichtjahren angeben kann. Ich lasse das einfach mal so gerade einsacken. Sagt mir Bescheid, wenn ihr es fertig einsacken lassen habt. Wir brauchen noch einen Moment. Reicht? Okay. Wir Menschen sind ganz normale Menschen wie Sie. Gut, jetzt brauche ich die Auszeit. Jawohl, Menschen sind auch nur Menschen. Wer hätte das gedacht? Das Thema ist und bleibt falsch. Es ist jetzt nicht wichtig und es ist kein Thema. Doch, es ist eigentlich schon ein Thema. Das Thema ist und bleibt Floink. Ich bin ehrlich, als ich gerade seinen Namen und meine Verbindung kannte. Mit ihm als dem Auserwählten dieser Welt stellte ich mir auch einen anderen vor. Aber die Macht der Dunkelheit erschreckte ihn fast. Sie sagte, Floink, und du bist der einzige Günther, der für sie gefährlich sein könnte. Floink ist der einzige Günther, ihr habt's gehört. Ich habe versucht, einen Sinn daraus zu machen, was Latios sagte. Aber es ergab bei den Aktion der dunklen Macht keinen Sinn. Wenn Dark Power mir Angst machte, warum hat es mir dann nicht das Trinken erleichtert? Das frage ich mich auch. Die großen Fragen dieser Welt. Ich habe diese Frage gestellt, weil die Diskussion plötzlich anders kam. Es ist egal, worüber wir hier sprechen. Kehren wir zum Punkt der Kommunikation zurück. Floink sollte diese Erfahrung nicht verpassen. Sag mal! Ist dieses Kapitel einfach nur, dass man die Bedeutung meiner Geschichte nimmt, einmal um 180 Grad auf den Kopf dreht und Punkt. Vergiss nicht, worüber wir gesprochen haben. In diesen Tagen müssen wir meiner Hand eine dunkle Kraft geben. Sie haben recht, Günther. Wie können wir also sicherstellen, dass er den Test nicht besteht? Er wird sich nicht von ihm trennen lassen, er hat recht. Das ist der Punkt. Wir müssen ihn auf gute Weise rausholen. Es gibt immer etwas, auf das man sich als Sieg freuen kann. Ich weiß immer noch nicht die Wahrheit. Das stimmt nicht. Vielleicht denkst du nicht so, Latios. Sie wird es trotzdem verstehen. Aber wir waren uns alle einig, dass Floink diese Tests nicht bestehen sollte. Sie beschlossen, ihren Plan auf die besprochene Weise umzusetzen. Ich weiß nicht, was das bedeutete, aber gleichzeitig wusste ich, ich hatte ein großes Problem. Als Günther bereits über die mangelnde Erlaubnis zum Experimentieren sprach, fiel es mir schwer, ihm zu folgen. Ja, als Chemie-LKler verstehe ich das. Hehe, in 3 Wochen sind Ferien und ich habe Chemie abgewählt. Ich musste versuchen, keine Angst zu haben. Bisher war ich an diesem Punkt. Ich konnte es nicht mehr glauben. Nach Necrozma folgten all meine anderen Freunde. Meine ehemaligen Dark Power-Freunde. Sie waren alle schmutzige Kreuzfahrer. Das ist jetzt eine krasse Beleidigung. Sobald sie aufwachen, werde ich verschwinden und vor der Kiste stehen bleiben. Ich werde dich keine Spuren hinterlassen lassen. Alles war online. Sie waren hungrig, aber nicht dumm. Hä? Das sind einfach wieder Sätze, so komplett ohne Sinn. Sobald sie meinen Ausgang erkannten, würden sie wissen, dass ich auf dem Weg zu den Kontrollpunkten war. Asava schlief ich ein und war still. Der schlechte Zustand der Gebäude
reichte aus, um sie mindestens für einige Stunden aufzuhalten. Also war ich auf den Beinen, die letzten, von denen ich glauben konnte, dass sie mich betrogen hatten. Ich war der Letzte, der kämpfte, um die Welt aufzuklären. Wenn ich also ohne die Auswahl reiner Elemente gewusst hätte, dass meine Gewinnchancen gegen die dunklen Kräfte auf Null gestiegen wären, hätte ich Angst haben müssen. Ja, wenn deine Chancen steigen und sie dann auf Null sind. Boah, da gibt's auch ein Zitat. Ich werde nicht sagen, von wem es ist, das habe ich aber für die Virus-Edition später geplant. Ich hoffe, dass ich das einbauen kann. Den Charakter kennt ihr noch gar nicht, kann ich aber sogar sagen. Der dann mit dem tollen Zitat kommt, in einem Kampf. Deine Siegeschancen sind so gering, dass es wahrscheinlicher ist, dass ich dich gleich zweimal umbringe, bevor du den Kampf gewinnst. Das ist eine super Aussage. Da sind die Siegeschancen dann auch minus 50%. Aber was auch immer passiert, wenn ich von dem Licht gerettet werden will, müsste ich die Erfahrung dieser Welt durchgehen. Immer noch aufpassen, wenn ich musste. Ich werde jedem vergeben, der mir Unrecht getan hat. Nein, eigentlich ist das genau nicht der Plan. Die dunkle Kraft zerstören und ein neues Leben beginnen. Alter, ich hab das damals geschrieben mit neuem Leben beginnen. Stimmt. Ich meine, jetzt beginnt in einem Monat PMD Virus Edition 4. Another Life. Das ist da wirklich auch das Hauptthema. Ich hab das Gefühl, dass wirklich in der Virus Edition 1, die hatte keinen Namen, deswegen kann der da nicht wirklich erwähnt werden, also kein Unternamen, konnte der nicht erwähnt werden. Irgendwie Reborn Hopes, Shattered Dreams kam überhaupt nicht so wirklich erwähnt vor. Heroes from Another World ebenfalls nicht wirklich. Aber das Thema Another Life, also Heroes from Another World, war halt die Gruppe, ne? Aber Another Life ist wirklich ein Leitmotiv, ein ganzes Thema, auf dem die Geschichte auch aufbauen wird, die vierte. Und von daher der passendste Name bisher. Und ich werde dafür sorgen, dass die 5 und die 6 auch derartig passende Namen haben. An einem neu gefundenen Ort mit neu gefundenen Freunden und ihren Augen auf das, was sie mitgebracht haben. Ich wollte ein ruhiges und störungsfreies Leben. Deshalb machte ich mich auf den Weg zur ersten Erfahrung in der dunklen Dunkelheit. Boah, ich find's auch irgendwie hier, diese Sätze, wenn Floink einfach ein ruhiges Leben will, dann am Ende des Abenteuers, wisst ihr alle, muss er verschwinden, um später dann vom Wahnsinn übernommen als Antagonist zurückgekehrt zu sein. Das ist schon ein Schicksal, das ist nicht schön für ihn. Nur um dann von Nick Schosmas Reinkarnation gestoppt zu werden. Ich entschied mich für einen alternativen Befehl, weil der Verräter definitiv in die Kontrollen schauen würde. Sie wussten, wie ich sie machen sollte, also war es am nervigsten, diesen Befehl zu ändern. Wenn ich schnell war, dauerte es nicht lange, bis ich zum dunklen Riss kam. Dieses Phänomen hat mich beeindruckt. Wie jeder, mit dem ich in diesen Tagen unterwegs war, hatte ich die Brunft im Raum nicht gesehen. Nur Lord Ecke hatte es erweitert. Ich musste sogar herausfinden, wie ich mit ihm umgehen sollte. Wenn alle, aber ich wusste, dass er es nicht tun würde. Aber am Anfang ging es darum, ihn zu retten. Mit diesen Gedanken bin ich in eine schlechte Falle geraten. Es gab nur einen kleinen Raum hinter ihm. Boah, die Folge hat echt nicht viel Thumbnail- und Titelmaterial gegeben. Vermutlich wird es letztendlich auf die dreckigen Kreuzfahrer hinauslaufen. Da könnte ich am besten noch was zu machen. Naja, aber wie ihr da schon heraushört, war es das mit der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 2, aber dumm für die heutige Folge. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Kapitel 12. Wir nähern uns ganz, ganz langsam dem Finale. Aber wenn ich es richtig ausgerechnet habe, endet die Geschichte sowieso am 10. Juli. Sodass wir dann schön, da habe ich drauf geachtet, dass die Virus Edition 4 definitiv nach dem Ende der Virus Edition 2 aber dumm beginnt.
Super, sorry. Eine Woche später. Na dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo auf diesem Kanal da. 300 dieses Jahr sind das Ziel. Ich bin optimistisch, vor allem, wenn die Walross Edition 4 dann beginnt. Ich bin echt gespannt, wie sie euch gefallen wird. Wir sehen uns wieder. Bis dann und ciao.